Wenn die Mutter ruhig ist, dann ist das Kind auch entspannt und wuselt nicht so viel rum. Ja, das ist ein Herz und eine Seele, die beiden. Ich meine, ein Kind lacht und weint mit der Mutter, ne? Ja, wenn die Mutter Angst hat und aufgeregt ist, hat das Kind auch hohe Herztöne. Also ich bin Christa van Leuven, ich bin 70 Jahre alt. Ich war fast 45 Jahre meines Lebens als Hebamme tätig. Ich habe eine Entwicklung der Geburtshilfe erlebt. Mein Examen habe ich 1971 gemacht. Ich habe in verschiedenen Kliniken gearbeitet. Ich war in Afrika, in der Dadaab-Wüste bei den Afa-Nomaden und habe da gearbeitet. Und als ich von da zurückkam, war mir klar, dass ich nicht mehr in einer Universitätsklinik arbeiten könnte und möchte. Und hatte inzwischen selber auch Kinder bekommen, auch zu Hause. Und das war für mich dann die Entscheidung, eben auch in die Hausgeburtshilfe zu gehen. Und das habe ich die letzten 25 Jahre gemacht oder vielleicht sogar 27 Jahre. Und wenn man aber davon ausgeht, dass also alles gut ist, das Kind bereit ist zu kommen, seinen Impuls gibt und die Mutter sich darauf einlässt und man wenig von außen eingreift, und das ist ja das in der Geburtshilfe, da ist kein Klinikalltag. Ne? Da klingelt nicht unbedingt ein Telefon, das kann man abstellen, die Haustür kann man abstellen. Die Mutter, werdende Mutter oder das werdende Elternpaar in dem Sinne meistens ja, sind in ihrem Zuhause, fühlen sich wohl, sie können sich bewegen und im Grunde ist die Hebamme Gast für eine gewisse Zeit. Ne? Die muss zwar ein gutes Ohr und ein gutes Auge auf beide haben, aber ansonsten finde ich immer nur zuversichtlich nicken, dass alles gut ist und alles gut läuft. So, nicht irgendwie eingreifen oder. Ne, damit meine ich nicht manchmal zu sagen, vielleicht gehst du jetzt noch mal aufs Klo und versuchst mal deine Blase leer zu machen. Das könnte ein Hindernis sein für den Kopf, dass er nicht so tief tritt, tiefer tritt. Oder manchmal habe ich auch erlebt, dass eine Frau gesagt: Nein, ich will auf keinen Fall eine liegende Geburt. Ich will rumlaufen, ich will rumlaufen. Und trotzdem merkt man, dass die Frau oder habe ich gemerkt als Hebamme, die läuft weg. Ja, sie will sich nicht wirklich in diese Situation ergeben. Aber es ist eine Frage von Kraft jetzt auch. Ich kann sie noch eine Stunde laufen lassen. Aber ich merke, es ist eine Frage von Kraft. Und dann sage ich, was können wir uns so einigen? Du legst dich einmal hin für zwei Wehen auf die Seite. Ja, und gibst dem Kind durch deine Lageveränderung die Position, sich anders nochmal in den Geburtskanal zu begeben. Ne? Ist ein Vorschlag, du musst es nicht, aber meine Erfahrung sagt, das wäre gut. Da machen die das manchmal etwas widerwillig oder haben die das gemacht, aber letztendlich war das dann mein Eingreifen von außen und letztendlich war es gut, das ist Erfahrung dann auch. Ja? Und wenn die Hebamme dir vertraut, also die Frau der Hebamme vertraut, dann weiß sie auch, dass das richtig ist. Ne? Und das ist der Vorteil eben natürlich, das finde ich immer, die Frau, die eine Hebamme hat, der sie vertraut und die sie gut kennt, weil sie sie in der Schwangerschaft auch schon, das ist die halbe Geburt. Ja. Ich habe das auch daran gemerkt, ich wüsste gar nicht, wann ich einer Frau mal Schmerzmittel gegeben hätte. Ja. So, dass man die Frau erstmal so sein lässt und die ist in ihrem Haus und dann bügelt sie vielleicht noch oder kocht eine Wäsche oder ne, dann denkst du, ja gut, ist jetzt so, die braucht die Zeit noch, um sich ganz auf diesen Geburtsprozess einzulassen. Aber irgendwann kommt dieser Punkt, dass dieses Außen für die Frau gar nicht mehr wichtig ist, sondern sie sich auf sich besinnt und dann sich auch vielleicht zurückzieht und ja, eine andere Hülle braucht. Ne? Gar nicht will unbedingt, dass man sie anfasst, aber immer irgendwie, ich sag mal so, zuversichtlich nickt. Es ist gut so, wie es ist. Du machst das, ich bin da, wenn du mich brauchst. Ja, dann mache ich das. Ich habe zum Beispiel mal so eine Situation erlebt mit einer Frau. Die wollten unbedingt eine Wassergeburt machen. Die haben sich aus Holland einen riesen Zuber geholt mit so Auslagen und dann das mit Wasser gefüllt. Er hat die letzten Yucca-Palmen aus der Wohnung dahingestellt, dass das alles ganz idyllisch ist. Und die Frau hatte Wehen
Und immer wenn wir kamen, rannte sie aus dem Zimmer in eine Abstellkammer, da lag eine Matratze und ging auf diese Matratze. Ne? Und dann kam sie wieder, wenn wir in Pause waren. Und der Mann sagt, ja, du musst jetzt auch mal ins Wasser, das ist doch alles schon fertig. Ich hatte richtig ein bisschen Angst wegen der Statik, weil ich dachte, das ist so ein großer Zug auf mir, hält die Decke das aus. Und dann sagt sie, ja, gleich. Und die nächste Wehe kam und sie verschwand wieder in die Abstellkammer, wo eine Matratze lag. Ja? Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt irgendwie mal fragen, wessen Wunsch ist eigentlich diese Wassergeburt? Ja? Und dann sagt er, ja, wir haben das besprochen. Dann sage ich, ja, aber wessen Wunsch ist es? Und dann sagt sie, meiner nicht. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann holen wir jetzt mal die Matratze hier in dieses Zimmer, weil hier ist es warm. Da in der Abstellkammer ist es zu kalt. Dann hat sie im Vierfüßlerstand auf der Matratze neben dem Zuba das Kind geboren. Und dann habe ich gesagt, dann zieh dich mal aus, als dann das Baby da war, nach einer gewissen Zeit, dann habe ich gesagt, und geh du mal mit dem Baby in Zuba, dann hast du auch mal dieses Gefühl. Das hat er dann auch gemacht, dann waren alle ganz zufrieden. So. Aber das war so, wo ich dachte, ja guck mal, die hat gar nicht auf sich gehört. Ne? Also als die Wehen da waren, natürlich, dann ist sie immer da daneben angezwitscht. Ne? Ja, aber das sind so Sachen, wo ich denke, wenn man als Hebamme die Frauen kennt, und das war für mich immer auch Bedingung, wenn ich mit den Hausgeburten gemacht habe, dass ich die schon in der Schwangerschaft sie und das Kind kennengelernt habe. Ja, so, dass man, dann weiß man auch viel voneinander. Und manchmal muss man auch gar nicht viel reden, sondern du weißt, das und das ist ihre Angst, das und das ist ihre Schwäche, und dann kann man da auch mit umgehen, besser. Ja, ich bin Vasilissa Jesberger. Ich bin jetzt hier, heute 56 Jahre. Und ja, inzwischen sage ich tatsächlich, ich bin Seelenhebamme. Also, weil ich habe Hebamme gelernt. Ich bin als sehr junger Mensch in dieser Ausbildung und dann auch in den Beruf und in die freie Hausgeburtshilfe. Und inzwischen begleite ich Seelen auf jeglichen Übergang. Also ich finde das ganz spannend, dass ich, als ich die ersten Geburten jenseits von dem, wie es halt damals in den 80er Jahren war, erlebt habe, habe ich gemerkt, da ist eine Phase, da habe ich gar nichts zu gelernt. Die Übergangsphase. Denn ich habe das so gelernt, der Muttermund ist vollständig, der Kreißsaal füllte sich, die Frau wurde wie auf dem Fußballplatz angefeuert, feste, und dann kam das Kind. Ja. Und dass da was passiert, dass da ein dass da wirklich eine Grenze erreicht wird, ne, über die wir drüber müssen. Ne. Also das ist für mich wirklich an dem Punkt dann die interessanteste Grenze geworden. Die Schwangerschaft ist nicht nur physisch, die Schwangerschaft besteht auch seelisch. Es besteht von Anfang an eine seelische Verbindung zwischen Mutter und Kind. Das ist ja nicht irgendwas, was da passiert oder wie so ein Pickel, der ranreift, sondern das ist ja ein Seelenwesen, was sich entschieden hat, dich als Mutter auszusuchen und zu kommen, zu dir oder zu den Eltern. Ja, Vater hat ja auch seinen Anteil. Ein Kind wird empfangen. Ne? Der Mann zeugt es, die Mutter empfängt es. Und das hat was mit Seele zu tun. Das hat nicht nur was Organisches. Ich nehme das so wahr, dass diese Seele, die dieses Kind werden wird oder dieses Kind auch schon ist, dass die in einer anderen Welt ist. Diese Seele will hier hinkommen. Und ich glaube, dass es so ist, dass die Frau diese Alltagswelt verlassen muss, über diese Grenze geht, um das Kind dort abzuholen. Das ist ja wie eine Hülle, die die Frauen umgibt. Ne? Das kann so ein Licht sein und sich abgrenzen von dem, was draußen ist. Weil ich bin bei mir, ich konzentriere mich, ich arbeite mit den Wehen. Wir sind die Wehen und ich, wir sind auch ein Team, du weißt. Ne? Mit der Atmung verbinde ich mich mit dem, und wenn ich nicht dagegen arbeite, dann schaffe ich das auch, also die Wehe zu ertragen. Das, glaube ich, erleben manche Frauen, und da darf man sie auch nicht rausholen.
Das meine ich eben mit dem Dasein und zuversichtlich nicken. Die macht es und dem Kind geht es gut. Ich muss da jetzt gar nicht irgendwie intervenieren und irgendwas besser machen. Ne? Manchmal, wie gesagt, merkt man so, die läuft so ein bisschen weg. Und dann ist es vielleicht ganz gut zu sagen, ne, kannst du nicht mal, oder das wäre vielleicht gut, du würdest. Ne? So. Geburt braucht verschiedene Phasen. Es braucht auch Kraft und mutig vorangehen. Und dann braucht es wieder eine Phase von wirklich von Hingabe und Loslassen. Und das ist genau diese Übergangsphase, wo ich das Gefühl habe, da passiert wirklich, ich lasse mich als Mutter, als werdende Mutter hineinsinken in diese andere Welt, um da mein Kind abzuholen. Und mit dem dann mit Kraft wieder und mit, ne, mit, ja, mit dieser Pressphase, mit diesen kraftvollen Geburtswehen dann hier anzukommen. So. Und als Hebamme, ja, habe ich immer das Gefühl, meine Aufgabe ist, ich meine, ich mache jetzt ja keine Geburtsbegleitung, aber ich rede trotzdem im Präsens. Meine Aufgabe ist eigentlich, ich stehe mit einem Fuß in dieser Welt und mit dem anderen in der anderen. Ich sitze auf dem Zaun, auf der Schwelle zwischen den Welten und sage, du kannst gehen. Ja. Du kannst, du darfst loslassen, du kannst gehen. Und bei der Geburt selber unterstütze ich, dass beide zurückkommen. Wenn dann so das ernster wird, also die Eröffnungsphase vorbei ist und die Frau sich mehr so wirklich auf diesen Prozess konzentriert, weil sie merkt, das Kind will raus, ja, dann ist es ja so, dass sie selber nochmal so ein bisschen dieser Schein um sie enger wird, weil sie so in sich ist. Und dann presst sie und geht ja auch mit dem so über das eigentlich hinaus, was ich vorhin auch schon sagte, dass es fast gar nicht leistbar ist. Das heißt, ne, dass sie dann ja auch für sich wieder diesen Raum braucht in Form von Atmung, auch um sich selber wieder zu spüren oder wieder sich selber auch zu inkarnieren und sich und wieder da zu sein. Weil eigentlich ist sie so ein bisschen außerhalb. Und dieses, was du da beschrieben hast, so würde ich das auch sagen, dass viele Frauen das so haben. Du hast es als Goldschimmer, aber die anderen Frauen haben so das Gefühl, so eine Hülle. Können auch Geistwesen sein, die sie umhüllen dann. Ne? Oder eine Hebamme, die gut um sie umhüllt. So. Und da darf man sie auch nicht rausholen, finde ich. Und das passiert leider im Krankenhaus ganz häufig, weil eine Routine abgearbeitet wird. Sie sind vor 2 Stunden das letzte Mal vaginal untersucht worden, das müssen wir jetzt machen, weil hier ist es üblich, dass alle 2 Stunden, ja? Warum? Also schlimmstenfalls ist der Kopf sichtbar, dann ziehe ich Handschuhe an oder auch nicht und dann kommt das Kind, ja? Aber so, wir müssen jetzt Blutdruck messen, ja, wir müssen Temperatur messen, ja, ne? Ist nicht nötig. Aber das ist eine Routine. Und wenn dann ein Schülerinnenbetrieb ist, die machen das natürlich alles ganz gewissenhaft, müssen Protokoll führen. Und das ist, wird ja immer schlimmer mit Dokumentation, Dokumentation, Dokumentation. Ja, in der Anthroposophie ist es so, dass in dem Moment, wenn das Kind atmet und sich mit dem Luftelement verbindet, dass auch das sich inkarniert mit der Seele. Also es atmet ja eigentlich sofort, ne? Also wenn das rauskommt, das ist es kommt, geht ja durch diesen engen Geburtskanal. Es geht mit dem Kopf runter bei einer normalen Geburt und es macht eine gewisse Drehung, ja, damit die Schultern letztendlich sich auch in diesen Geburtskanal einpassen und wenn es dann rauskommt mit dem Kopf, dann macht der Kopf nochmal eine Drehung, so oder so, das entscheidet das Kind selber. Und dass die Schultern aus diesem Geburtskanal auch rausgleiten können. Ne? Also das ist zum Beispiel eine Komplikation, wenn das Kind rauskommt und diese Kopfdrehung nicht macht, weil dann hakt es eben oben fest. Und dann, es muss sich drehen, damit es in diesen längsovalen Geburtskanal kommt. Und dann dreht es außen den Kopf nochmal, damit es queroval ist, das Becken dann austreten kann. Und wenn das manchmal für die Kinder zu streng ist, aber dieses Gepresstsein gibt ja diesen Impuls, wenn das Kind rauskommt, atmen zu wollen. Ne? Muss es ja dann auch. Das tun die ja auch sofort. Also wenn es ganz schwer ist, dann brauchen die manchmal ein bisschen, um zu begreifen, dass sie jetzt selber zuständig sind. Und dann brüllen die ja teilweise auch richtig kräftig.
wenn so ein Kind geboren wird, dann schreit das Kind und die anderen weinen ja teilweise vor Freude, ne? Weil einfach so die Erleichterung, dieses Glücksgefühl, die Dankbarkeit, dass es lebend auf die Welt gekommen ist, ne? Das zeigt sich dann ja auch. Und man fragt sich manchmal, wie die Mütter ja weinen, also auch vor Erschöpfung oder auch, sag mal, der werdende Vater, gewordene Vater, aber dass trotzdem bei den Müttern so eine Kraft da ist, dass sie schaffen zu lächeln. Das ist doch auch eine schöne Sache, ne? Dass wenn das Kindchen dann rauskommt nach dieser ganzen Arbeit und sie haben es, dass sie es schaffen zu lächeln. Ja, das ist dieses Verliebtsein sofort in sein Kind. Ne? Das zeigt das dann ja. Die alten Hebammen haben immer gesagt, erst wollen die Frauen nicht mehr, dann können sie nicht mehr, dann sagen sie, sie sterben, dann kommt das Kind. Ja. Und genau diese Grenze muss überschritten werden. Und das hat was mit Loslassen zu tun. Ja, Mutter und Kind müssen ein Team sein, damit es eben gut funktioniert. Ne? Und ich meine, manchmal sind so Dinge von außen, dass man sich fragt oder das so erlebt, ne? Die Mutter ist mutig und kraftvoll und eigentlich könnte es auch weitergehen, aber dem Kind fehlt vielleicht Mut. Und das arbeitet nicht so mit. Die Mutter hat Wehen, es öffnet sich alles. Du hast ja diese Phase, wenn es anfängt, diese Eröffnungsphase, die unterschiedlich lang dauert. Aber der Muttermund muss ja eine gewisse Weite haben, damit das Köpfchen gut da reinpasst. Aber das Kind zögert und drückt nicht genügend gut nach unten auf den Muttermund, sodass der nicht weitergeht dann, nicht weiter aufgeht. Und dann hakt das, ja? Aber dafür, glaube ich, sind ja auch Ärzte oder auch Kliniken da, dann zu sagen, gut, jetzt brauchen wir Hilfe. Ne? Weil hier ist irgendwas nicht mehr gut, das Kind gibt vielleicht auch Zeichen, dass es nicht mehr so optimal versorgt ist. Die Mutter kommt an ihre physischen und psychischen Kräfte, weil sie einfach schon zu lange in dem Geburtsprozess ist für sie. Und dann muss man eingreifen, in verschiedene Art und Weise. Ich habe gerade mit einer Hebamme gesprochen, die hat mir gesagt, wenn eine Frau eine Hausgeburt machen möchte heute, ja, und sie ist einen Tag über den errechneten Termin, dann braucht die Hebamme und die Frau die Erlaubnis von dem betreuenden Gynäkologen, dass die Frau weiterhin versuchen darf, das Kind zu Hause kriegen. Denke ich, wie bekloppt sind die denn? Ja? Also, ich glaube, wo du mit ziemlicher Sicherheit sagen kannst, heute ist der Befruchtungstermin, das ist vielleicht bei ICSI oder bei extrakorporaler Befruchtung oder so, aber bei einem liebenden Paar, die mehrfach im Monat sich sexuell begegnen, weißt du doch gar nicht genau, wann dieser Befruchtungstermin ist. Ja? Und dann wird es gerechnet. Ja, und dann sagt man, ja, 281 Tage dauert eine normale Schwangerschaft. Und dann müssen die kommen. Und ich habe den Frauen immer gesagt, stellt euch mal vor, es ist ein wunderbarer Frühlingstag. Es blüht, die Sonne scheint, die Blüten öffnen sich, die Bienchen fliegen rum, erfüllen ihre Aufgabe, bestäuben hier und stäuben da. Und dann reift das im Laufe des Jahres, die Äpfel oder die Kirschen oder was auch immer. Dann nehmen wir mal die Äpfel, dann gibt es Äpfel, die entwickeln sich nicht. Die bleiben einfach klein oder fallen ganz früh runter. Und dann gibt es das Gros, was reif ist und runterfällt und gepflückt werden kann. Und dann gibt es immer noch Äpfel, die trotz dem dicksten Sturm, da braucht man noch eine Leiter, um da hochzukrabbeln und die abzuholen. Und so ist es mit Kindern auch. Ja? Weil manche Kinder brauchen einfach länger und andere haben es viel zu früh eilig, auf die Welt zu kommen. Viel zu früh. Und heute ist Schwangerschaft und Geburt, es ist alles machbar, von der Zeugung, ja, über, ich sag mal, Eier spenden, Spermien reintun, einpflanzen, bis, Kaiserschnitt. Ne? Dieses, dass die Frauen, finde ich, viel zu früh zum Gynäkologen gehen, ja, die sind 2 Tage überfällig, dann rennen sie schon zum Gynäkologen. Und dieses ein Geheimnis bewahren oder vielleicht mal so gute Hoffnung sein, das ist alles gar nicht mehr.
Es wird alles sichtbar gemacht, es wird alles kontrolliert. Und ich habe immer schon gesagt, also für mich gibt es so einen Satz, das heißt, Macht, Vorsorge, Sorgen. Ja? Das ist ein Wortspiel. Es gibt Macht, es gibt Vorsorge und es gibt Sorgen. Aber man kann es auch als Frage stellen, Macht, Vorsorge, Sorgen. Ja? Wenn irgendwas nicht der Norm entspricht oder vielleicht 2 Millimeterchen kleiner ist, als wie es sein soll. Menschen sind unterschiedlich. Das dürfen sie von Anfang an noch sein. Ja? Ist ja nichts Geklontes. Ich habe denen vorhin gesagt, fühl mal. Hier, was du hier fühlst, ist ein Fuß. Hier oben ist der Popo. Und wenn du mal so da reingreifst, da merkst du schon das Köpfchen oder so. Ne? Und fühl mal, jetzt macht es gerade mit dem Arm so. Dann haben die Frauen doch ein Bild von dem Kind. Also die sind so berührt, wenn sie merken, das Kindchen reagiert mit dem Arm oder tritt mit dem Fuß, wenn man dagegen so. Ne? Und dass dann die ja auch so ein Bild von dem Kind haben. Das ist ein Traumbild. Und ganz häufig ist es so gewesen, wenn das Kind da war, dass die Mutter sagte, genau so habe ich mir dich vorgestellt. Weil das passt mit dem Seelenbild zusammen, was die Frau hat. Ne? Ob es nur eine Stupsnase hat oder eine gerade Nase, das ist gar nicht wichtig. Aber das, was das Kind mitbringt, was es ausstrahlt, das ist genau das Seelenbild, was die Frauen noch haben. Ne? Und das ist doch eine tolle Begegnung. Ja? Genau so habe ich mir dich vorgestellt. Genau so sahst du in meinen Träumen aus. Ist das nicht schön, wenn eine Mutter sowas sagt? Na, es wird alles sichtbar gemacht, es wird alles kontrolliert. Ja, dieses Kind ist so groß. Ne, sie sind nicht groß genug, um so ein großes Kind auf die Welt. Und außerdem ist es gesund für ihre Gesundheit, die Gesundheit des Kindes nicht gut. Ne? Das hat mindestens 4200 Gramm. Das kam raus und wog 3300 Gramm. 1 Kilo Schätzgewicht. Verschätzt. Ja? Das wog 3300 Gramm und das haben wir auf über 4 Kilo geschätzt. Da hat sie dann einen Kaiserschnitt gekriegt. Die hätte es gut als 5. Kind spontan kriegen können. Also auch Technik macht Fehler, ne? Ja. Und dieses so mit dem heute, so alles ist machbar, alles ist kontrollierbar und weil alles machbar ist, wird es auch gemacht. Dazu kommt, finde ich auch, dass ja den Frauen so diese Intuition für eine gute Zeit, für eine gesunde Schwangerschaft, für eine normale Geburt, so verloren gegangen ist. Die lassen sich einfach entbinden heute. Ich finde diese Einstellung, also ich kann sie gar nicht wirklich nachvollziehen, weil ein Kaiserschnitt ist eine lebensrettende Maßnahme. Aber dass so, ja, 38. Woche sind die Kinder eigentlich in einem ganz guten Zustand, da kann man das schon machen. Ja, die Frau sagt, das passt ganz gut mit unserer Planung und so, dann machen wir das, dann holen wir das raus. Und das Kind wird da rausgelupft, träumt noch was ich von seiner Himmelswiese vielleicht. Ne? Und ehe es sich versieht, wird es da rausgeholt. Und dann haben die teilweise Anpassungsstörungen, weil letztendlich ist es ja das Kind, was den Impuls gibt, dass es geboren werden will. Ja? Oder muss. Weil da, wo es sich befindet, nämlich in dem intrauterin bei der Mutter, ihm klar wird, hier ist größeres Wachsen und Werden nicht mehr möglich. Ne? Ich bin ausgereift und dann gibt das Kind Botenstoffe ab in den Kreislauf der Mutter, sodass bei der Mutter dann über diesen ganzen Neokortex und das ganze System die Hypophyse Bescheid weiß, dass sie Oxytocine ausschütten muss, ne? Um als Team mit dem Kind zu arbeiten. So ist es eingerichtet von der Natur. Manchmal funktioniert es nicht, weil irgendwas nicht gut ist. Und dann, denke ich, kann man eingreifen und kann eben auch einen Kaiserschnitt machen, als lebensrettende Maßnahme. Ja? Dafür ist er da. Wenn du guckst, wie hoch die Kaiserschnittrate ist, es gibt Länder, die haben 50% Kaiserschnittrate. Ja? Da ist nicht das Kind derjenige, dasjenige, das diesen Impuls geben darf, dass es geboren werden möchte. Mein Gefühl ist, dass die Kinder, wenn sie so rausgeschmissen werden, ne, dass sie sehr viel weinen, auch richtig schreien, so verzweifelt.
ganz angespannt sind und sich nicht wirklich beruhigen lassen oder lange brauchen, um sich beruhigen zu lassen. Sie sind so ein bisschen, ja, wie ins kalte Wasser geschmissen, so, ne? Also das ist meine Erfahrung auch aus der Zeit, als ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe, dass sie doch teilweise sehr unglücklich waren. Die Mütter auch gar nicht so, die wollten dann sie nehmen und auch anlegen, aber das Kind so außer sich. Dann, ich habe dann immer gesagt, sie müssen die ganz festhalten, auch die Hände festhalten, dass sie einfach Sicherheit spüren, dass sie Halt spüren. Ja? Ich meine, wie sie ranwachsen, das ist ja so ihr erstes Zuhause. Überall, wo sie so anstoßen, merken sie Sicherheit. Von der Fruchtblase oder eben die Wände von der Gebärmutter, das gibt ihnen Sicherheit von Geborgenheit. Und wenn sie rauskommen, jeder weiß es, es ist laut, es ist hell, es ist kalt, auch wenn man den Kreißsaal aufheizt, aber sie selber eigentlich noch gar nicht so bereit sind, eben kommen zu wollen und so rausgeschmissen werden, dass sie sehr verzweifelt schreien. Sehr verzweifelt. Und manchmal im Wochenbett, wenn die Frau nur weint und das Kind nicht gedeiht, dann sind die irgendwo hängen geblieben. Und ich muss dafür sorgen, dass sie wieder hier in unserer Alltagswelt ankommen. Wenn der Nabel ab ist, der Milchstuhl da ist und die Frau mir selber die Tür aufmacht beim Wochenbettsbesuch, habe ich das Gefühl, jetzt sind sie beide da. Es gibt sicherlich mal Schwierigkeiten. Als ich noch Nachsorgen machte, mal erlebt habe mit einer Frau, die hatte schon vier Hebammen, ich war die fünfte, weil das Kind nicht an die Brust ging. Sie wollte stillen, die pumpte, die hatte flaschenweise die Milchchen, Gott sei Dank. Und dann fütterte sie das Kind mit der Flasche und sagte, das Kind steht nicht. Ich würde so gerne stillen, sagt sie. Dann hat ihr eine gesagt, ruf doch mal die Christa an. Dann habe ich gesagt, wie alt ist das Kind? Hat sie gesagt, 13 Wochen. Ja, habe ich gesagt, das weiß ich ja auch nicht. Also nach 13 Wochen, vielleicht kann die das gar nicht mehr. Ne? Aber gut, ich komme mal gucken. Und dann habe ich gesagt, ich komme um die und die Uhrzeit. Bitte nicht pumpen, die Brust muss voll sein. Und dann hatte sie das Kind, die war ja schon 13 Wochen, 3 Monate alt. Noch nie an der Brust gewesen, Andrea, noch nie. Nur Flasche. Und dann habe ich gesagt, legen Sie sich mal hin. Ja, wieso im Liegen? Dann habe ich gesagt, wir probieren mal was Neues. Ich weiß ja nicht, was die anderen gemacht haben, aber wenn Sie es noch nie im Liegen gemacht haben, probieren wir jetzt mal was Neues. Legen Sie sich mal hin. Ne? Dann hat sie die Brust raus. Dann habe ich das Kind daneben gelegt. Das Kind guckte die Brust an, es guckte mich an. Die hieß Marina. So habe ich gesagt, Marina, jetzt mach mal. Und habe sie da hingelegt. Die hat den Mund aufgemacht und hat getrunken. Völlig beseelt, beide, Mutter und Kind, das Kind, gluck, gluck, du kannst dich erinnern, wie das ist, wenn die Milch da fließt, ne? Die konnte es nicht fassen, die Mutter konnte es auch nicht fassen. Ich hätte es nicht gedacht, dass das klappt. Ich hatte sie so auf dem Arm und habe gesagt, was ist denn dein Problem? Deine Mutter hat so schöne Brüste, ja? Jetzt geh mal dahin. Die Mutter hat noch nie im Liegen gestillt, ja? Und die geht an die Brust und trinkt. Hat wunderbar die nächsten 7 Monate gestillt. Und dann ist sie relativ zügig schwanger geworden, dann hat sie schöne Hausgeburt gemacht. Alles war gut. Wenn du das vergleichst mit Afrika, ja, die haben so wenig. Die haben Tücher, die haben keine Unterhosen, die haben keine Stillbehaar, die haben keine Einlagen. Da hat keine Frau eine Brustentzündung gehabt. Habe ich nie erlebt. Heute hier die Frau, die braucht einen Hocker, die braucht ein Stillkissen, die braucht dies. Denk, ja, mach noch mal einen Plan. Bis du dann denkst, wieso nimmst du das Kind nicht auf den Arm und legst es an? Ja? Ich hatte eine meiner letzten Geburten, war eine ganz junge, 21-jährige Frau, völlig patent. Ne? Die hat sich um nichts im Kopf gemacht, nicht irgendwie blöd oder so, sondern die nahm das Kind und legte das an, dann hatte die das so aufrecht und ging da erstmal rum und holte sich selber was zu trinken. Ne? Wo ich dachte, boah, wie toll,
Wie toll. Ja, die saß da nicht eingepackt in so einem Berg von Stillkissen und ich weiß nicht was und musste dann bedient werden von weiß ich wie vielen Leuten. Die nahm das und dann hat sie das so nach unten hängen lassen, hatte so den Kopf und dann ging sie erstmal hin und holte sich was zu trinken. Ich habe gesagt, ich hätte es dir auch holen können. Nö, mache ich ja sonst auch. Ich dachte, wie toll ist das denn? Ja, gibt's auch. Also das wäre etwas, das ich mir wünschen würde für die Zukunft, dass die Frauen mutiger werden, wieder bei sich sind, sich selber vertrauen und dass nicht alles so nur unter medizinischem Aspekt gesehen wird, sondern auch mehr Natürlichkeit wieder da reinkommt. Das fände ich irgendwie schön. Das hat der Paracelsus gesagt. Da hat er gesagt, das Kind bedarf keines Gestirns und keines Planeten. Seine Mutter ist sein Planet und seine Mutter ist sein Stern. Ist das nicht schön? Weil wir wissen, wo es herkommt. Wenn das Kind seine Mutter hat, die Gastgeberin ist für eine gewisse Zeit in sich, ja, mit dem Kind lebt, mit dem Kind das Kind mit ihr lebt, mit ihr lacht und weint, dann braucht es nichts anderes. Eigentlich auch keinen errechneten Geburtstermin, ne? Es weiß, wann es kommen soll.